So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Illusion of Time. Ja, ich hatte doch wieder Lust, anstatt auf Donkey Kong, auf das Spiel. Immer noch in Edwards Verlies. Na, der ist weg. Vielleicht hätte ich mich erst um den kümmern sollen, aber naja, okay. Autsch. Na, kaputt. Wir müssten jetzt doch schon ungefähr die Hälfte geschafft haben. So viel ist das nicht mehr. Oh, da fallen Speere runter. Das sieht alles andere als angenehm aus. Na, komm her. Oh, ich dachte schon, da kommt hier runter. Ja, man sollte diese Stachelkugeln möglichst nicht berühren, aber das ist eigentlich selbsterklärend. Und warum steht mir da jetzt ein Speer im Weg? Ah, aber er verschwindet. Das ist gut. So, auf den Schalter kommen wir noch nicht drauf. Der ist zu verrostet. Ach, natürlich. Sieht gerade eher schlecht für uns aus. Ich habe gerade einen gewissen Respekt vor einer gewissen Fledermaus, die uns noch erwarten wird. So, aber dich brauchen wir als nächstes. Aber jetzt aktivieren wir erst einmal diesen Schalter durch einen Sprung von oben. Und da ist eine Kiste. Und da drin ist ein rotes Juwel. So, der erklärt uns quasi nur nochmal, was diese Kugeln bedeuten, die wir von den Gegnern bekommen. Also diese DK-Teile, die da oben angezeigt werden. Von denen wir gerade 49, jetzt 50 haben. So, und das hier ist quasi eine Art Zwischenboss, eine starke Fledermaus sozusagen. Hält ein klein wenig mehr aus, aber das war's doch schon. Oh. Ja, eine Lebenserhöhung übrigens bedeutet auch, dass sich die Leben vollständig auffüllen. Und da ist der Pustel wieder. Und der ist in der Tulpe? Was macht eine Pflanze hier unten? Auf jeden Fall ist sie da verschwunden. Nimm die Flöte und spiel die Melodie. Ja, dann spielen wir doch mal. Eine ungemein schöne Melodie, wie ich sagen muss. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass sie vom SNES kommt. Aber er könnte sich ruhig etwas beeilen mit dem Stück. Ja, wir sollen uns zum rechten Schalter begeben. Rechts, nicht links. Und warum, erfahren wir auch direkt. Die Pforte wird sich erst öffnen, wenn dieser Schalter umgelegt wird. Das heißt, die beiden Schalter müssen zeitgleich umgelegt werden. Und jetzt wird halt etwas gezählt. Eins. Zwei. Drei. Und schon kommen wir da durch und bekommen ganz viele lustige Geräusche. Man kann diesen Schalter tatsächlich zu spät oder zu früh umlegen. Da muss man das Ganze aber nochmal machen. Ist jetzt nicht so das große Ding. So, komm her. Nein, verdammt. Na okay, da muss ich jetzt warten. Ach, die Teile sind schon klein wenig nervig, ne? So, ach, hier haben wir gleich vier oder wie? Ja. Eins. So, der geht auch kaputt. Oder auch, halt auch nicht. Ach nee, wir müssen nur den einen besiegen. Das ist schön. Dann können wir den nicht direkt mal hier rein. Und man sieht auch schon, dort ist eine weitere Statue aufgetaucht. Was mit der auf sich hat, wird uns jetzt sehr gut erklären. Ich lese es nicht vor, nein. Ja, er ist Gaia. Und er erzählt uns einfach nur, dass wir unser Äußeres verändern können. Und zwar mittels der Statue, wenn wir uns da vorstellen. Und das ist Freedan, der Vernichter. Ja, wenn wir uns vor so eine Statue stellen, verwandeln wir uns in ihr Abbild. Und jeder Charakter hat halt so seine Vor- und Nachteile. In der Regel hat Will die meisten Nachteile, denn wir sehen schon, Freedan ist ein klein Ticken größer, hat ein klein Ticken größeres Schwert oder besser gesagt größere Waffe, hat auch eine größere Reichweite als Will und ist auch stärker, er macht mal Schaden bei den Gegnern. Ich glaube, die Abwehrkräfte sind gleich, leben auch. Soweit ich weiß, man wird halt nur mit dem Typen etwas eher getroffen und teilt dafür etwas besser aus und auch weiter. Und wir können auch die Flöte nicht mehr benutzen, das heißt, wir können keine Musik mehr spielen. Das ist allerdings eher nebensächlich, brauchen wir eher selten. Blocken bzw. telekinetische Kräfte hat auch Freedan.
Und ich kann euch noch mal was zeigen. Diese Verwandlung zu Federn war jetzt sogar wichtig. Ja, okay, dann gehe ich halt erst hier rein. Ich muss es euch sowieso noch mal zeigen. So, wir sehen auch schon, hier ist jetzt eine Wildstatue. Das heißt, das Ganze geht auch wieder zurück. Ist logisch. Und wenn wir bestimmte Bereiche eines Dungeons erreichen, meistens das Ende, dann verwandeln wir uns auch immer automatisch in Will wieder zurück. Das heißt, in Orten oder so laufen wir in der Regel immer als Will rum. Sonst warum müssen wir uns in Freedom verwandeln? Aus diesem Grund. Wir kommen da oben nicht weiter. Und Wills Flöte kommt an diesen Schalter nicht dran. Also den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ab ins Portal. Und wieder in Freedom verwandeln. Ja, dauert etwas. Ich habe es leider nicht bedacht. Ich hätte es etwas schneller zeigen können. Aber es sollte so in Ordnung sein. So, das... Achso, und wir haben unseren Sprungangriff nicht mehr. Das heißt, wir machen immer konstant denselben Schaden. Nicht wie Will, der ja noch seinen Sprungangriff beherrscht und dadurch etwas mehr Schaden macht. Fällt aber bei Federn auch nicht unbedingt ins Gewicht. Feder macht so genau denselben Schaden wie Will mit seinem Sprungangriff. So, und mit dem Schwert kommen wir jetzt auch an den Schalter ran. Und dafür mussten wir uns halt in Federn verwandeln. Und jetzt auch hier bei den Fledermäusen sieht man es ganz gut. Der macht sie mit einem Schlag kaputt. Ja, das ist schon toll. Bietet sich auch bei Bossen an. Oh, und das ist ein etwas stärkerer Knochengegner, der auch direkt seinen Kopf da lässt. Das ist aber mal äußerst unsympathisch. Na, wo ist eine Fledermaus? Nee, das sind Skelettritter. Oder Skelette, wie auch immer. Da ist eine Fledermaus, beziehungsweise war. Hier sieht man es, er macht 3 Schaden. So viel macht Will halt mit seinem Sprunggriff auch. Na komm, raus, nicht rein. Komm, her, kaputt. Na, ein Leben kriegen wir hier wohl nicht mehr voll, wie es aussieht. Schade eigentlich. Ach, nicht laufen, ich Idiot. Ja, laufen kann er natürlich auch, das ist irgendwie logisch. Der wird angreifen. Noch ein Juwel. Das ist dann das zweite, was ich abhaken kann. Damit haben wir jetzt schon insgesamt 6 Juwelen. Und hier ist nochmal so ein etwas größerer, beziehungsweise etwas stärkerer Knochenkrieger. Und wir kriegen nochmal Abwehr dazu, das ist schön. Das heißt, wir sind hier jetzt auch durch. Mit dem Gebiet. Und man merkt an der Musik, beziehungsweise an der nicht mehr vorhandenen Musik. Wir sind hier durch, und das sagt auch der Text, alle Gegner sind vernichtet, wir können wieder in Wild zurück. Passiert vollkommen automatisch, wenn wir jetzt wieder zu Federn werden wollen, müssen wir aber bis zum Portal zurück. Was man vielleicht noch anmerken sollte, man kann sich nicht in jedem Portal verwandeln. In wen man sich wann, wie, wo und warum verwandeln kann, liegt immer vom Portal fest. Ist leider so, kann man nicht dran ändern. In dem war das rote Juwel. Damit haben wir 7. Und da oben steht jemand. Das ist ein Mädchen aus Itori. Die Stadt sehen wir auch gleich. Sie ist ein Pflanzengeist. Oder besser gesagt, ihr Pflanzengeist ist ihr Beschützer. Ja, und sie wundert sich jetzt über die Melodie, die eigentlich nur aus Itori bekannt ist. Und die wird halt von unserer Oma gelernt bekommen. Und es stellt sich raus, auch sie kennt unsere Oma. Leider muss sie jetzt gehen. Hübsche Geräuschkulisse. Geräuschkulisse. Und tschüss. Ich muss ja sagen, ich mag Lili irgendwie viel lieber als Kara? Ja, Kara war's. Und wo landen wir? Wir landen sozusagen im Weinkeller. Na, ich kann mich hier nochmal umschauen, denn ich glaube, ich weiß nicht, ob ich warten muss. Oder ob ich das direkt mitnehmen kann. Es wäre
zu begrüßen, wenn ich es direkt mitnehmen könnte. Aber offenbar geht's nicht. Wir müssen erst mal bei Kara vorbeischauen. Na, schläft die? Bist du Kara? Ah. Ach, gut, dass sie schon unsere Ziele weiß. Er muss immer noch. Und sie hat immer noch keinen Dosenöffner. Na gut, dass das erhalten kann. Ja, der schläft natürlich. Ah, alle sind glücklich. Bla 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 bla. Ja, jetzt möchte sie mitkommen und wir werden sie dummerweise auch nicht wieder los. Wir müssen sie mitschleppen. Ich hasse dieses Weib. Was mich jetzt mal interessieren würde, können wir zum König? Nö, da ist zu. Da ist auch zu. Und sie... Ja. Es ist ein langer Weg. Ja, ein absolut langer Weg. Von uns bis nach Hause. Haben wir vor ohne Nahrung geschafft, schaffen wir es natürlich nicht mehr ohne Nahrung. Jetzt müssen wir ein klein wenig hier in den Fässer wühlen. Und in irgendeinem Fass ist... Das große Jack, die große Jackkeule. Muss gefeiert werden. Und tschüss. Damit können wir Edward Schloss auch hinter uns lassen. Und ja, es geht automatisch zurück. Zurück nach, wie hieß unsere Stadt eigentlich? Südkap, glaube ich, oder? Ja. Natürlich nochmal im schönen Kreis drehen. Südkap. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Muss man ja mal direkt sagen. Ja, die Großeltern sind leider weg. Schade eigentlich. Na, was heißt schade? Aber hier sieht es wirklich nicht gut aus. Schauen wir direkt nochmal oben nach. Oh, offenbar sollten wir auch hochkommen. Da klebt etwas an der Wand. Das Zeichen des Schakals. Ja, wer ist der Schakal? Es ist der Jäger, von dem Kara schon mal gesprochen hat. Und eigentlich ist es ein Kopfgeldjäger, der von der Königin beauftragt wurde. So, hier gibt es einen Bitchfight. Na, Lilly. Ja, sie erklärt sich erstmal auf. Unsere Großeltern sind in Itori, sie sind in Sicherheit demnach. Ja, und Itori kann nicht gesehen werden, normalerweise. Denn es ist geschützt von einer magischen Barriere. So, wir sollten jetzt also mitkommen und Kara will natürlich auch mit. Und Lilly sieht es schon eigentlich ziemlich gut ein. Es ist viel zu gefährlich für unsere Prinzessin. Ja, Kara allerdings ist halt Prinzessin pur und so gibt's halt einen kleinen Streit. Gut, wir sollen mit den Bewohnern reden. Gemeint ist eigentlich nur, dass wir mit unseren Freunden reden sollen. Werde ich direkt dann auch mal tun. Ich glaube, jetzt wäre die letzte Gelegenheit, hier bei dem Fischer nochmal vorbeizuschauen. Die spielen immer noch, vollkommen unbedacht. Ist egal. Okay. Dann doch nicht mit denen reden. Was war's denn noch? Können wir direkt los? Würde ich persönlich ja begrüßen, denn mich hält jetzt ehrlich gesagt nichts mehr im Südkap. Ah, die streiten immer noch, oder? Jupp, wir sind bereit und los geht's. Oder auch nicht.
Sag ich ja. Jetzt sind sie erstmal gegenseitig schön eifersüchtig. Deswegen auch mein Freund, ja. Ich gehe schon mal ins Dorf. Leider können wir uns nicht aussuchen, wen wir nehmen. Das wäre auch zu schön. Ich mag Kara nämlich auch nicht. So, der Weg ist etwas länger. Aber dafür schön geradlinig eigentlich. Itori. Ja, ziemlich leer für ein Dorf, wa? Und sie sagte schon, der Schlüssel ist auch hier wieder Lolas Melodie. Und dann würde ich auch gleich sagen, mache ich den Part hier gleich zu Ende. Dann habe ich nicht meine Viertelstunde voll. Und da das Spiel irgendwie nur dann flüssig läuft, wenn ich es mit 50 FPS aufnehme, sind die Videodateien dementsprechend groß und dann geht das ziemlich auf die zulasten des Computers. So, und jetzt mal eben ein ganzes Dorf aufgetaucht. Und Lilly hat keinen Bock mehr auf Kara. Die ist voll bedient. Gut, ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle. Im nächsten Part sehen wir uns dann in Itori um. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis denne.